Herzlich willkommen zum Die goldene Zeitalter der Erde, eine Reise zum Mittelpunkt unserer Erde Online-Kongress. Heute ist Monika Kardinal hier bei uns zu Gast. Hallo Monika. Hallo Stefan, ich freue mich sehr, bei dir zu sein und über die innere Erde sprechen zu dürfen, weil das ist so ein schönes Thema, was mich selbst sehr berührt. Superschön. Ja, bevor wir loslegen, Monika, du bist Heilmedium, Buchautorin und ja, Akasha-Therapeutin. Therapeut, genau. Genau. Ja, man könnte auch sagen Akasha-Medium, also Medium insgesamt. Wurde ich ja schon vor vielen Jahren geschult von der geistlichen Welt und habe dadurch auch sehr tiefe Zugänge zu allen Ebenen, die damit zu tun haben. Genau. Wunderschön. Ja. Wie, Monika, ist dein Bezug zu Innererde dein persönlicher? Also sehr intensiv, würde ich sagen. Und zwar habe ich vor vielen, vielen Jahren war ich sehr oft in Telos. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt. Jetzt bin ich in einer anderen Lichtstätte immer wieder mal zu Gast, aber da möchte ich dann nachher drauf kommen. Ich habe gedacht, vielleicht gebe ich mal so ein Bild für das Verständnis, was die Innererde ist oder wie die so aufgeteilt ist, damit man sich das vorstellen kann. Ich für mich habe festgestellt, die Eingänge sind eher in Island unter dem Eis. Da habe ich also eine sehr starke Beziehung dazu. Aber ich denke, da gibt es noch viel mehr Interessantes darüber zu sagen. Aber ich wollte mich jetzt eigentlich mehr auf das eben, auf dieses ganze Gebiet der Innererde mal konzentrieren. Und zwar könnte man das so einteilen, dass es vier verschiedene Ebenen gibt. Das heißt, es ist so eine physische, ätherische Ebene da, die eine, gerade in der ätherischen Ebene, eine bestimmte höhere Schwingung hat, die, das ist also die erste Ebene, die ist sehr unserer menschlichen Ebene angeglichen, aber dennoch anders. Und dann gibt es als nächstes die höherdimensionale Ebene. Das heißt, da ist alles von den Dimensionen, was über der 3 und 4D liegt. Also da sind die ganz hohen Dimensionen angelegt und dort befinden sich auch sehr viele spirituelle im Wesen und auch sehr große spirituelle Weisheit kann man in dieser höherdimensionalen Ebene bekommen. Dann gibt es die kristalline Ebene. Dort haben wir eine sehr hohe Bewusstseinsebene und viele multidimensionale Reisen kann man von dieser Ebene aus machen. Und das ist die Ebene, in der ich sehr, sehr gerne selbst auch bin und wo ich dann nachher auch noch was drüber erzählen werde. Dann gibt es noch die äonische Ebene. Das heißt, dort haben wir Zugang zu den vergangenen Äonen und zukünftigen Äonen. Also eine Äon, das ist ja ein riesengroßes Gebiet, was unsere Vorstellungskraft vom menschlichen Gehirn viel zu weit beansprucht, was wir uns gar nicht vorstellen können. Also das ist ungefähr so, diese vier Ebenen, die man jetzt in der Innererde findet. Und es gibt ja auch verschiedene Stätten dort oder Städte auch. Ich denke, da sind einige davon schon sehr bekannt. Diese Stadt Agartha. Und das gibt es zwei davon. Einmal ist das mit TH geschrieben und einmal mit GH. Also das ist ein bisschen verwirrend, aber so findet man das, denke ich, auch öfters von Erzählungen. Dieses erste Agartha, das ist ein Königreich von früher, so wird es beschrieben, im 19. und 20. Jahrhundert. Und dort gibt es sehr viele Lichtwesen. Also es wird schon seit dem 19. Jahrhundert über Agartha geschrieben. Und die andere Stätte, die sehr bekannt ist, ist Shambhala. Ich denke, das ist vielen spirituellen Menschen bewusst. Das ist das spirituelle Paradies, der Garten Eden, dient zur Erleuchtung und dient auch vielen Seelen dazu, dass sie sich ausruhen können, wenn sie die Erde verlassen. Es ist ein sehr schöner Ort, wenn ich mich nach Shambhala mit Shambhala verbinde, sehe ich mich immer im Liegestuhl in der Sonne am Meer. Das ist so meine Vision davon. Also so ausruhen und erholen, einfach mal die Seele baumeln lassen
weg von der Schwere der Erde, von diesen Aufgaben hier, sondern einfach mal wirklich auch Urlaub für die Seele. Das ist so mein Bild von Shambhala. Ich weiß nicht, hast du auch ein Bild von Shambhala? Ja, es ist sehr weiß gekleidet und ich sehe da auch so, also bei mir sind eher so Mönche in die Richtung. Präsenz von Mönchen spüre ich da recht stark und sehr viel inneren Frieden. Also, dass ich da, Schön. dass die Menschen sehr alles gemeistert haben, auch den Körper und so, dass das alles sehr, jeder sehr für sich in seiner Meisterschaft ist. Ja, also einfach eine sehr friedliche, schöne Ebene, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Es gibt auch die Shambhala-Meister, die man dort finden kann, mit denen man channeln könnte, die auch noch sehr viele Informationen haben. Dann Telos. Telos ist ja auch sehr, sehr bekannt in der spirituellen Welt. Und zwar ist Telos ja die zweite Stadt der Lemuria. Also man sagt, dass die Lemurier nach Telos gegangen sind, als sie das Zeitalter zu Ende war. Und ich kriege da Gänsehaut, wenn ich daran denke, sofort. Und dort gibt es auch einen Lehrer, der heißt Adama, ein Priester von Telos. Und Adama wohnt in den Inneren des Mount Shasta. Also da gibt es ganz präzise Angaben. Und mit Adama könnte man auch also sehr viel channeln, gerade über die Priesterschaft und das Leben in Telos. Dann gibt es dort noch einen sehr wichtigen spirituellen Führer, der heißt Mikos. Und der ist auch ein Meister so in seiner Art und hat auch ganz viel Lebensweisheiten, spirituelle Weisheiten, Wachstum in der Bewusstseinsebene als Information für uns. Also Telos selbst ist eine herrliche Stätte. Ich hatte früher Besuch aus Telos. Ich habe da eigentlich noch nie drüber gesprochen. Und ich hatte mich also mit diesen Wesen unterhalten und die haben mich auch sehr bereichert in den Dingen, die da mir mitgeteilt wurden. Und das war immer so ein Gefühl, sogar ein ganz geheimnisvolles, besonders wichtiges Gefühl, was ich hatte, wenn so ein Wesen zu mir kam. Das ist also Telos, ja. Hast du auch zu Telos eine besondere Empfindung? Interessanterweise, Monika, daher mache ich, glaube ich, auch diesen Kongress, so jetzt rein für mich selber jetzt. Und während du sprichst, aktiviert das alles in mir. Also Ja, das während wir glaube ich. sprechen, wird das aktiv. Und davor war es schon, das muss ich ehrlich zugeben, vor dem Kongress, ja, eher außerhalb meines Bewusstseinsbildes, meiner Wahrnehmung. Aber durch die Interviews und jetzt auch durch unser Ja. Gespräch ist das. Kriegt es schon eine Art Normalität dann irgendwo. Ja, Das das glaube ich. Das ist interessant. glaube ich dir. Und ich glaube auch, dass ihr, liebe Zuschauer, Zuhörer, ihr lieben Herzensmenschen, wenn ihr diese Worte hört, ich glaube auch, dass ihr dann ganz besondere Bilder bekommt und die Informationen bekommt, die ihr eigentlich schon habt in euch, die aber jetzt aufblühen. Ja. Das ist genau. Und deswegen ist dieser Kongress auch sehr wichtig, denn da werden diese Informationen, die ja für uns da sind und auch die Beziehung zur inneren Erde, nochmal in eine große Dankbarkeitsvision des höheren Bewusstseins hineingetragen. Und deswegen bin ich auch gerne dabei. Und dann gibt es noch eine Stätte, also die ist so eine geheimnisvolle, unsichtbare Stadt, für mich jedenfalls, die heißt Hollow Earth City. Und ich weiß es nicht, dort gibt es einen Meister, der heißt Ramala. Ich hatte bisher noch nicht den richtigen Kontakt gesucht, muss ich ehrlich sagen, habe es nicht gesucht, aber ich weiß immer, wenn ich an dieses Hollow Earth City, wenn ich das nur habe, dann ist das irgendwie noch etwas, was versteckt ist und was ich erst noch zeigen möchte. Also auch sehr, sehr mystisch irgendwie, ne? Und dann wollte ich euch ja erzählen, was ich also im Moment, wo ich seit den letzten 2, 3 Monaten bin. Und zwar
hat sich das durch das Marana-Festival ergeben. Und das habe ich bisher auch noch niemand erzählt. Es gibt einen Ort in der Innererde, in der Kristallebene, der heißt Luminae. Luminae. Und dort bin ich durch die Luminea, ist auch wieder so ein Wortspiel, Engel hingeführt worden. Und es ist einfach fantastisch dort. Man kann sich es gar nicht vorstellen. Und da diese Stätte in der kristallinen Ebene sich befindet, gibt es dort Lichtkristalle. Es gibt also das heißt, diese Lichtkristalle werden in Kristallwerkstätten hergestellt und die werden bearbeitet und geformt und das sind ganz besondere Schmuckstücke spiritueller Energien. Die können wir hier auf der Erde nicht haben, weil die sich noch nicht vermaterialisiert haben, sozusagen. Also es ist enorm, allein diese Tempel in diesen Kristallwerkstätten, die sind phänomenal.